Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Resident Evil 5 und ich bin natürlich nicht alleine. Mit mir dabei ist die Sheva alias Windprinzessin. Hallöchen. Ja, wir haben es jetzt, das habt ihr jetzt leider nicht gesehen, wir haben den Boss jetzt besiegt. Wir haben einfach mal in der Zwischenzeit uns stärkere Sachen mitgenommen, sprich die Windprinzessin hat einen Raketenwerfer mitgenommen und dann lag er sofort. Das war wahrscheinlich verbuggt in der letzten Folge, dass er einfach nicht gestorben ist, aber es ist nichts passiert. Er ist umgefallen und dann war Kapitelende und jetzt sind wir hier im Hauptmenü. Ihr habt nichts verpasst, nur halt wie er das umgefallen war's. Ist. Genau, wie ein nasser Sack. Genau, und jetzt, ach, ich habe mir eine neue Magnum gekauft, das konnte man gerade bei mir sehen. Die hat ein bisschen mehr Wumms als die alte. Er hat aber 30.000 gekostet. Mal gucken, wie die ist. Something about a philosopher's stone and selecting DNA. Doesn't matter what she says. She's just a terrorist. End of story. We can't risk Ouroboros getting out of here and infecting people. Then let's go take care of business. Yay, take care of business. Nur das Doofe ist jetzt, die ganzen Items, die da lagen beim Bossfight, die haben wir jetzt gar nicht mitgenommen gehabt, jetzt in der Zwischenzeit. Ja. Die sind aber auch alle weg. Sind alle weg. Schade. Leider. Oh, hier geht's weiter. Wo geht's denn da hinten lang? Das ist doch wahrscheinlich der Raum, wo die uns beobachtet hatten. Ja. Ja. Könnte sein. Hier ist noch Munition für dich. Maschinengewehrmunition. Hier ist ein Safe. Achso, du bist da hinten. Ich habe diese Tür, diese Abzweigung verpasst. Schrotflintenmunition für dich. Musste ich erstmal finden. Hier genau. Da hinten. Hier sind ja Röntgenbilder. Oh nein. Ja. Oh nein. Oh doch. Na gut. Okay. Oh nein. Gebrauchsanweisung für den Umgang mit dem Ouroboros-Virus. Oh nein, das sind zwei Zettel, die ich da sehe. Achtung! Diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Hinweise für den korrekten Umgang mit dem Ouroboros-Virus. Der Gebrauch des Virus zu Zwecken... Der Gebrauch des Virus zu Zwecken, die nicht in dieser Anweisung aufgelistet sind, kann zum Tod führen. Die Verabreichung des Virus an einer Versuchsperson führt in der Regel zum Tod derselben. Die Versuchspersonen sind also mit Bedacht auszuwählen. Beim Gebrauch des Virus sind die hierhin enthaltenen Anweisungen genauestens einzuhalten. Die Dosierung ist abhängig vom Körpergewicht der Versuchsperson. Siehe folgende Tabelle. 60 Kilogramm oder mehr, eine Flasche. 40 bis 60 Kilogramm, zwei Drittel Flasche. 20 bis 40 Kilogramm, eine halbe Flasche. 20 Kilogramm oder weniger, eine Drittelflasche. Nach der Injektion des Virus können bei der Versuchsperson folgende Symptome auftreten. Schwitzen, schwerfälliges Atmen, Delirium und oder Verwirrung. Im Körper der Versuchsperson erkennt das Virus dessen DNA und passt sich ihr an. In dieser Phase geht das Virus in einen Ruhezustand über. Nach der erfolgreichen Anpassung an die DNA beginnt das Virus mit der Assimilierung organischer Materie aus seiner unmittelbaren Umgebung, die dem Wachstum dient. Die unmittelbare Umgebung einer fehlgeschlagenen Verabreichung ist extrem instabil. Forscher sollten die Gegend in der Nähe der Leiche der Versuchsperson evakuieren und den Leichnam verbrennen. Das Virus verwandelt die inneren Körperzellen der Versuchsperson in ekelartige Pusteln, die durch die Haut ausgestoßen werden und dabei das Testobjekt komplett verzehren. Dieses Wesen weist nur primitive Intelligenz auf und ernährt sich ausschließlich von organischer Materie. Einzeln stellen die Pusteln keine Bedrohung dar, aber in größeren Mengen werden sie für andere Lebewesen zur Gefahr, indem sie versuchen, sich von diesen zu ernähren. Das Virus ist mit äußerster Vorsicht zu behandeln. Wenn sich das Virus nicht an die DNA der Versuchsperson anpasst, ist dies umgehend der zuständigen Abteilung zu melden. Wenn das Virus von der DNA der Versuchsperson ausgestoßen wird oder Komplikationen bei der Entsorgung der Leiche auftreten, wenden Sie sich bitte an den Anhang ausgeführte Abteilung. Sie werden dann Anweisungen zur Bewältigung der Situation erhalten. Vielen Dank. Ja,
Das waren ja... Schrotgewehrmunition. Ja, genau. Kann man das kaputt machen hier? Nee, okay. War ein Versuch wert. Eine Kugel verschossen. Ja, ich komme ja schon. Bin ja schon da. Ich folge. Wie ein Hund. Nur ohne Leine. Go, ja. Ich laufe einen Ball hinterher. Ich apportiere. Bin ja schon da. Immer diese Spielchen. Ich finde es immer schade, dass man diese kleinen Dinger hier zwischendurch nicht lesen kann, weil es immer viel zu schnell geht mit den Laden. Ja. Oh nein, ich merke schon, hier kommt eine Schlange. Doch nicht? Wo soll die Schlange auch herkommen? Was für ein Quatsch. Schrotfeldmuni. Okay. Was kommt jetzt? Ich weiß gar nicht, aber hier ist eine Tür. Ach, wieder Leute. Oh nein. Oh. Ist da noch jemand? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Hallo. Ich sehe niemanden. Ach, da ist noch jemand. Hält aber auch aus. Schießt du die ganze Zeit oder schießt jemand zu uns? Boah, der hat so unnormal viel ausgehalten. Das war halt ein ganz besonders starker. Ja, war er. Die Betonung liegt auf wahr. Richtig. Geld. Geld, Geld. Regiert die Ouroboros-Welt. Oh ja. Geht doch hier sowieso nur um Geld. Definitiv. Und die Weltherrschaft. Oh, hier sind Elektrogranaten. Die kann ich leider nicht nehmen. Oh, hast du alle getötet? Ja. Merk schon, so ruhig hier auf einmal. Das waren aber bestimmt nicht die letzten, denn... Nee, ich höre schon wieder welche. Oh nein, da kommt auch noch so ein... Vieh. Vieh, ja. Daneben gezielt auch noch. Oh nein. Nicht jetzt kommt gesehen. Da so ein Vieh. Wo sind sie denn? Ich verpasse ja wieder alles. Ich mach das schon hier. Falsche Richtung, falsche... Schäfer macht hier gerade eine Bummeltour in der Zwischenzeit. Hast du das Vieh getötet? Ja. Weiß aber nicht, ob das das einzige Vieh ist. Es könnte sein, dass da bei der Tür noch eins kommt. Oh, ja. Okay, das ging ja. Ich wollte gerade sagen, die sind eigentlich gar nicht mal so schwer. Ich habe aber leider... Moment. Oh, nee, ich kann keine... Munition nehmen, leider. Ich kann gar nichts nehmen. Okay, ich habe irgendwas aktiviert, was wir gleich brauchen. Ah, so eine Plattform, damit wir rüberkommen. Ich verstehe. Gut. Kann ich hier irgendwas nehmen, ja. Oh, was ist das denn Schönes? Oh, das wäre etwas Neues, was ich gebrauchen könnte. Hm. Kann ich. Ich bin voll. Du kannst mir Maschinengewehrmunition geben. Oh, ich habe Maschinengewehrmunition. So, was habe ich denn noch hier? Yippie! Das ist eigentlich schade um das Zeug, aber wir haben einfach keinen Platz mehr. Ja. Ich glaube, ich muss auch das nächste Mal mehr
da lassen, mir zu Hause lassen und dann. Ah. Coca-Cola! Oh, oh nein, Dicky! Das okay. War's. Dicky ist dead. Dicky ist dead. Haben wir nicht noch. War hier nicht irgendwo oben ein Emblem, wenn ich das richtig in Erinnerung habe? Hier weiß ich es nicht. Ich glaube, ab hier habe ich das mit den Emblemen nicht mehr im Kopf. Dann lass mich mal rüber. Da kommen jetzt auch wieder welche. Ach, da hinten. Ach, ich kann sie natürlich von hier aus nicht sehen. Aber hinter dir. Dankeschön. Da fühle ich mich wieder ganz stolz in meiner Schaf. In meinen Scharfschützenherzen. Stimmt doch. Ich glaube. Jawohl. Sonst ist hier nichts weiter. Dann lasse ich die Plattform mal rüber. Mensch, Dikis Leiche liegt ja auch noch hier. Da fahre ich ja nicht alleine dann, das ist ja schön. Chris, du darfst gerne. Geht doch. Boah, das muss quietschen hier. Also wenn es in echt so wäre, ich glaube dann... Wäre das ziemlich unangenehm. Ja. Och, da kommen... Oh nee, da ist einer mit Raketenwerfer. Oh nein! Ja, ich sehe gerade. Oh, oh. Wo ist er denn? Bisschen ins Bein. Er ist tot. Oh, da ist aber noch einer mit Raketenwerfer. Wo denn? Wo denn? Der hat jetzt keinen Kopf mehr. Okay. Ohne Kopf kann er bestimmt nicht zielen. Die klang gerade so ein bisschen nach einem Hund. Ein wenig, ja. Ach, da kommt ja noch jemand. So ein Wiggelkopf, ja. Ich hatte gerade ein ganz klein bisschen Angst. Nur einen Moment. Oh, da ist der Raketenwerfermann. Ich bin gerade mal hin auf der anderen Seite unterwegs. Oh. Ist er tot eigentlich? Ich kann jetzt gerade nicht sehen, ob er gefallen ist oder nicht. Aber sieht so aus. So, jetzt eile ich dir zur Hilfe. Hinten die Seite ist clear. Oh! Oh! Aua, hör auf. Das sah aber sehr liebevoll aus von dir. Ja, ich hab's versucht. Eine königliche Kette. Hier ist noch Kraut. Ich kann's nicht nehmen. Das ist traurig. Ich kann es gleich nehmen. Ich gehe mal kurz hier den... Ah, hat sich... Ach, ich könnte uns aber sowieso mal heilen. Dann habe ich ein bisschen Platz. Vielleicht, wenn du wieder da bist, dann heile ich uns mal. Ja. Dankeschön. So. Ja, ich kann Scout auch gar nicht nehmen. Jetzt müsste... Ja, jetzt kann ich das wieder nehmen. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Heilung übrig. Eine Notiz zum Arbeitsplan. Mit diesen Informationen können wir nichts anfangen. Oh, wow. Wir können mal die zwischenzeitlichen Dinge mal nicht lesen. Oh nein. Schade, aber auch. Ein Dokument. Ja, Dokumente!
Ja, Bericht zur Durchführung der Anweisung zur Verhinderung von Informationslecks. Weiter. Im folgenden Bericht ist die Ausführung Ihrer Anweisung beschrieben. 8.53 Uhr, das Forschungspersonal besteigt einen Bus. Wow. 8.57 Uhr, Abfahrt von der Forschungseinrichtung in Richtung Flughafen. 9.22 Uhr, Schlafgas freigesetzt, Zielperson ins Koma gefallen. 9.25 Uhr, Bus angehalten, Zielperson zur Eliminierung nach draußen geschafft. 9.44 Uhr, Eliminierung der Zielperson abgeschlossen. 11.03 Uhr, Leichen der Zielperson eingeladen und zurück zur Forschungseinrichtung gebracht. 11.35 Uhr, Leichen samt persönlichen Gegenstände im unterirdischen Ofen entsorgt. 13.10 Uhr, Entsorgung der Leichen und persönliche Gegenstände abgeschlossen. Alle Anweisungen erfolgreich ausgeführt. Ende des Berichts. Toll. Okay. Also quasi. War jetzt super interessant. Genau. Was sie halt so mit den Personen machen, die hier so verschwinden. Verbrennen. Okay. Sheva. Bin da. Bin schon da. Alles gut. Chris ist immer der Ungeduldige. Der kann nicht eine Sekunde warten. Ja, ich merke das schon. Was liegt denn hier an? Kraut. Na toll. Kann nichts nehmen. Es ist so schade. Es ist schade, dass man das nicht automatisch vielleicht so ein bisschen kombinieren kann. Oh nein, ja, ich weiß auch, cool. Was jetzt gleich kommt. Ich auch. Ja, das ist gut, dass du ein Scharfschützengewehr dabei hast. Ich habe nämlich keins dabei, weil ich so okay. Vorhersehend war. Alles klar, ich habe aber nur noch 14 Munition, also naja, geht so. Ich weiß auch, wo das Emblem hier in dieser Mission ist. Auf dem Kreis. Ein Emblem. Oh, das ist gut. Brauchst du eigentlich noch Munition dafür? Oder hast du gar kein Gewehr mit? Ich habe kein Gewehr dabei. Achso, okay, alles klar. Ich glaube, ich sollte lieber mal die Magnum weglegen in der nächsten Mission und dann auch vielleicht ein bisschen weniger Zeug mitnehmen. Wäre von Vorteil. Okay. Ja! Ja, aber stehen wir nebeneinander und er schreit einfach mal: Hurry! Okay, du kümmerst dich also um die anderen und ich kümmere mich um die. Also, du weißt schon. Obwohl ich sehe noch überhaupt keinen. Ach doch, da. Ja, aber ob ich da jemanden treffe, das ist jetzt so die Frage. Ich habe das immer gehasst hier. Ich würde sagen, mein Zielstil in dem Spiel ist okay, aber hier bin ich miserabel. Oh, jetzt werden wir erstmal. Nicht nur du. Langsamer gemacht. Oh, langsamer, das ist schön. Für die? Yay, ich habe einen getroffen. Aber ich glaube nicht, dass er tot ist, der Bild. Wo sind denn die alle nochmal? Sind die nicht irgendwo. Ach, da, in diesen komischen Dingern drin. Oh. Chris? Aber die machen ganz gut Schaden. Danke. Wo ist das denn jetzt? Da. Boah, daneben. Ich treffe nicht. Wir hätten mal tauschen sollen. Oh, nee, ey. Die Nerven da unten. Ich werde sie jetzt erstmal ausschalten. Aber du stehst neben mir, dann geht's. Ja, ich sag dir, ich treffe überhaupt nicht. Das ist ja echt zum Mäusemelken. Ja, das ist ziemlich nervig hier. Muss man die töten? Ja. Oh, ich habe einen! Wow, ich habe einen getroffen! Und das Emblem hast du getroffen. Ey, cool. Habe ich nicht mal gesehen, das Emblem. Ja, das ist, direkt hinter dem muss es ja dann gewesen ja, sein oder liegt, so. Es liegt auf dem Boden davon quasi. Du könntest quasi nachher von oben runter schießen und das kaputt schießen. Du hast okay. Es jetzt schon erledigt. Das dreht einfach zu schnell. Ja, es ist irgendwie unmöglich. Muss man einfach nur durchhalten oder? Ja, wir müssen halt quasi nach oben kommen und dabei immer gucken, dass die Schalter wieder aktiv sind. Naja, gut, dann laufen wir einfach ein bisschen.
Jetzt macht er es wieder aus. Und wie werden die Schalter aktiv? Wo ist denn der jetzt? Alter! Ey, nein! Habe ich ihn getroffen? Ach, den habe ich zumindest getroffen. Oh oh. Oh nein. Oh, oh. Ich finde, die hätten das zumindest so machen sollen, dass sich das komplett dann anhält. Ja. Das wäre wohl zu einfach gewesen. Haben sie sich gedacht. Wahrscheinlich. Warum einfach, wenn es auch schwer geht? Ist ja sonst viel zu langweilig. Richtig. Ich habe noch 5 Schuss. Oh nein! Ah! Getroffen. Wunderbar. Puh. Auch da oben sind wir auch jetzt angekommen dann. Da ist es ja. Da kommen ja auch noch welche dann, ne? Ich glaube schon. Und da oben irgendwo. Boah, ich kriege total den Drehwurm, wenn ich immer mich drehe und sich das dann mitdreht. Ja, am besten ist es hier, sich einfach gar nicht dagegen zu wehren und einfach nur stehen zu bleiben. Genau, wir wehren uns nicht. Sonst kriegst du hier echt... da kommen sie. Oh Gott, das sind sogar richtig viele. Na, aber wenigstens hält es jetzt gleich an. Oh, ist ja schon alles viel besser jetzt. Puh, ich glaube, meine Zielsicherheit in dieser Mission wird grottenschlecht sein. Bei mir auch nicht. Also allein schon mit dem Maschinengewehr hunderte Schüsse daneben gefeuert. Krass, der ist eben explodiert. Warum das denn? Komm mal zu mir. Ich heile uns mal. Ja. Oh. Yay, wir haben es geschafft. Wow. Oh, da ist doch noch irgendwo jemand. Ja, irgendwo unten. Ach, da unten. Ach, lassen wir ihn. Achso, du tötest ihn schon, okay. Ah, er ist tot. Cool. Ach, da ist noch irgendwo jemand. Ja, noch weiter unten, da kommen wir aber nicht ran. Der ist so tief. Dann lassen wir ihn. Gut, der nächste Abschnitt, aber ich würde sagen, diesen machen wir wohl erst in der nächsten Folge. Weil wenn ich so auf den Timer schaue. Genau. Ja, könnt auch gerne die Sicht von der Windprinzessin sehen. Link wie immer unten in der Beschreibung. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Resident Evil 5. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss. Tschüss.